Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fire Department 3. Diesmal spielen wir hier in Amerika mit den amerikanischen Fahrzeugen hier, ne? Und den amerikanischen Feuerwehrleuten. So. Kampagne. Ja, das schauen wir uns jetzt mal an, ne? Ja, das kann man sowieso nicht lesen, ist jetzt wieder weg. 8. Mai 1998. Rund um mich herum tobte eine lodernde Hölle. Aber ich nahm es gar nicht wahr. Ich hielt einen verbrannten Mann in meinen Armen. Er flüsterte mir etwas zu und ich bemühte mich, ihn zu verstehen. Es war, ich behinderte jede Gelegenheit. Ich hasste, aber dieses Mal habe ich nicht. Es ist vorbei. Dieses Feuer, jemand anderes. Ich habe diesen Brand nicht gelegt. Glaub mir, ich lüge nicht. Er kümmerte sich und grub seine Fingernägel in meine Hände und es war vorbei. Ich verstand, dass Ray an diesen Ort geführt und was? Ich verstand, was Ray an diesen Ort geführt und warum er sich mitten ins Feuer gestürzt hatte. Er mochte weitere Fallen für uns geplant haben, aber dieses Feuer war nicht sein Werk. Er hatte sich ins Feuer gestürzt und sich selbst geopfert, um Menschen zu retten. Tief in seinem Herzen war er ein echter Feuerwehrmann geblieben. Er starb als der gute Kerl, den wir so viele Jahre zuvor kennengelernt hatten. Leb wohl, Ray, ich vergebe dir. Das ist der letzte Eintrag in. Ja. Das ist der letzte Eintrag in. Also da dieser Ray, der die Feuer gelegt hat, hat dieses Feuer jetzt nicht gelegt. Ja. Er war, ich behinderte die Gelegenheit, ich. Ja, das habe ich jetzt nicht verstanden, aber egal. Wir schauen uns mal den Hintergrund an. Das habe ich, glaube ich, noch nie gemacht. Hier liegt nämlich eine Hülle von wahrscheinlich Fire Department rum. Das sieht man doch, ne? So, ein Kaffee oder ja. Dies ist der letzte Eintrag in. Das Hauptproblem mit dem Atomkraftwerk Three Mile Island war die mangelhafte Sicherheit im Umfeld. Schwache Gitter boten keinen Schutz gegen Eindringlinge. Das Ergebnis der mangelhaften Sicherheitsanlagen war katastrophal. Riesige Explosionen breiteten das Feuer über ganz Three Mile Island aus und haben die Brücken zerstört. Sie müssen ihre ganze Erfahrung und all ihr Geschick einsetzen, um dieses Feuer aufzuhalten. Finde ich aber nicht gut. Eine Karte des Hydrantensystems wird Ihnen helfen. Ja klar, das hilft mir sehr. Ihr Team erreicht das Ost. Chemiebrandbekämpfungsfahrzeug MX. Zwei Feuerwehrmänner, zwei Schaumlöschfahrzeuge, ein Frank und ein Notarzt. Das Team Baker, Team Charlie und Löschflugzeug. Wieso kommen die anderen Teams erst so spät? Naja. Jedenfalls müssen wir hier diesen Atomreaktor löschen. Ja, das kriegen wir schon hin, ne? Der Schornstein und der Reaktor sind vom Feuer eingeschlossen. Das kann eine Explosion auslösen. Das Feuer hat die Tankstelle erreicht. Es handelt sich um ein Feuer der Klasse B. Es kann zu Explosionen kommen und Zivilpersonen müssen diese Probleme lösen und Explosionen verhindern. Sie verwenden das falsche Löschmittel.
Was hiervon ist denn jetzt die Tankstelle eigentlich? Was macht ihr denn da? Das da ist doch die Tankstelle, dann sollten wir das vielleicht mal löschen, ne? Die sind, glaube ich, wichtiger, oder? Ich meine, dieses Chemiezeug hier haben wir gleich gelöscht. Wo ist er jetzt hin? Dahin gefahren, okay. Hier steht ja noch ein Fahrzeug rum irgendwie, okay. Achso, da hinten hin. Nächste Verstärkung ist auch schon unterwegs. Der kann ja mal da hinfahren, vielleicht irgendwo. Oder auch nicht. Dann gehen die mal da löschen. Ah doch, der kann da hin. Okay. Okay. Ich höre. Wieso kann er da nicht hinfahren? Ah, ist das auch so ein Chemielöschding? Ja, gut. Was ist denn hier eigentlich? Da sind ja noch Verletzte, hör mal. Dann kommen hier mal zwei von denen hin. Und zwei von denen. Was ist denn da eigentlich mal? Da kann man ja reingehen. Also, die laufen irgendwie durch, okay? Sie verwenden das falsche Löschmittel. Hier hinten brennt es ja jetzt ganz schön, ne? Da brauchen wir hier nochmal zwei. Oder am besten drei. Die stehen da hinten ja irgendwie sinnlos rum oder so. So, die können auch das Löschmittel wechseln, ne? Aber ich will jetzt erstmal. Ich wollte denen eigentlich sagen, dass sie da löschen sollen, ne? So, der fährt dahin. Wie sieht es jetzt hier hinten aus? Da sind Personen oder so, ne? Hier oben war das mit den Personen. Ja. Dann retten die Person und der löscht da drin. Der kann dann auch mal hier hinkommen, wenn er ein Fragezeichen hat. Hier brauchen wir einen Schaumlöscher.
So, die laufen da hinten hin, das Chemiefahrzeug auch. Wir sollen Techniker retten. Wo sind denn noch zwei? Weiß ich gar nicht. Der soll da oben mal bitte löschen, ne? Der soll auch da oben drauf löschen. Na geht doch. Da oben sind auch noch Leute drin. Sind da Chemiebrände drin? Müssen wir mal gucken. Ja. Da würde ich mal sagen, zwei von denen gehen hier oben hin. Was macht der da? Der kann da oben rein mit Löschen helfen. Der kann da hinfahren. Da hinten steht einer von denen sinnlos rum. Dieses Feuer lässt sich mit Wasser leichter löschen. Mit Wasser, sehr gut. So, der muss das da oben löschen. Der kann da mal wegfahren und der muss das da auch löschen. Die Wasser- und Schaumleute können da rausgehen. Tankstelle löschen. Haben wir noch nicht, also. Sie haben eine Ihrer Aufgaben nicht erfolgreich abgeschlossen. Was? Tankstelle nicht gelöscht oder was? Ich bin auch dabei, hier alles zu löschen. Die löschen da drin und die löschen das da. Hier kann der mit dem Fragezeichen noch hingehen. Sonst brennt hier eigentlich nichts mehr, ne? So, die haben das gelöscht, dann können die jetzt hier rüberlaufen. Ja. Also das Symbol von dem Löschen Sie die Tankstelle kann ich jetzt nicht sehen, wegen dem Aufnahmesymbol. Aber der hat ja gesagt, nicht erfolgreich, also dann wird das ja wohl hier die Tankstelle gewesen sein, ne? Aber ist das denn... Das hier ist die Tankstelle. Die ist doch gelöscht. Warum sagt sie nicht erfolgreich? Ist doch gar nicht symboliert. Was ist hier eigentlich? Achso, das ist dieser LKW. Ja, den Fahrer, der interessiert uns nicht. Die könnten ja auch einfach hier hochklettern und dann da oben reinspringen und sterben, ne? Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Da kommt die Verstärkung angelaufen, aber die kommt zu spät. Das Spiel ist abgestürzt. Das Spiel ist abgestürzt. Nee, ne? So, das Spiel ist abgestürzt. Ich muss das jetzt alles nochmal machen. Ganz toll. Das ist ja super. Man kann ja aber auch speichern, ne? Kaputt. Dann sollte ich das beim nächsten Mal machen, damit es nicht wieder passiert. Vielleicht sollte ich zwischendurch speichern. Muss ich bisher zwar noch nie machen, aber anscheinend ist das ja erforderlich bei diesem Spiel, wenn es einfach abstürzt. Der Schornstein und der Reaktor sind vom Feuer eingeschlossen. Es kann eine Explosion auslösen. Das Feuer hat die Tankstelle erreicht. Es handelt sich um ein Feuer der Klasse B. Es kann zu Explosionen kommen und Zivilpersonen Sie müssen diese Probleme lösen und Explosionen verhindern. Ja, mach ich ja. So.
so ein Fahrzeug von den... Nee, da können die gar nichts löschen, okay. Fährt er dahin? Einer von denen geht dahin. Und einer von denen geht dahin. So machen wir das, ne? So. Alle haben was zu tun, das ist sehr gut. Die stehen im Feuer, das ist nicht so gut, aber egal. Die löschen sich da bestimmt raus. Die laufen hier immer wieder ins Feuer. Was soll denn das? Ja, die da brauchen wir dringender. Sehr gut. Im Anmarsch. Ah, oh, das ist ja Frank, oder wie? Na, der kann dann natürlich nichts machen. Dann schicke ich die gleich dahin. Und... Ja, was für eine... Tankstelle. Die anderen Sachen löschen. Ja, bitte. Wir müssen das Krankenhaus nämlich jetzt löschen anscheinend. Verstärkungen sind im Anmarsch. Oh Mann, das Krankenhaus brennt. Wir müssen es löschen. Die stehen da sinnlos rum. Verstärkung, die jetzt im Anmarsch ist, muss dann sofort dahin fahren. Zum Krankenhaus. So, die löschen das. Kann der irgendwie da hinten hinfahren und da helfen? Nein, weil die Brücke zerstört wurde oder so, ne? Ja gut, dann löscht der da oben drauf. Hier müssen, glaube ich, zwei von den Wassertypen hinkommen. Und die können dann da hinten löschen gehen. Die müssen das da löschen. Und auch das da. Das Fahrzeug kann ja nichts mehr machen. Der muss da oben drauf mal endlich löschen. So, die löschen das da. Der kann da vielleicht oben drauf mal löschen. Habe ich dir noch eben schon gesagt. So, die können da hinten mal weiter löschen. Können die auch Personen retten? Ja, oder ich lasse das die Wasserleute mal machen. Die gehen mal bitte hier rein mit Unterstützung einen von denen. So. Der braucht natürlich ein bisschen. Aber Hauptsache, der kommt da irgendwann an. Die müssen jetzt erstmal die Leute da rausholen. So.
dann geht das schon. Der kann ja vielleicht mal da hinten hinfahren und da das Zeug löschen. Was machen die? Die stehen dann rum, okay. Machen wir mal F5, geht in. Speichern. 1. Speichern wir mal zur Sicherheit. So, die kommen dann mal dahin. Der geht da bitte raus, der bleibt da raus. Gut, der löscht das da alles. Dann muss das da oben drauf jetzt endlich mal löschen, verdammt nochmal. Der löscht da die ganze Zeit nicht. Warum sind die denn immer so dumm? Ja, hier hatte ich ja welche hingeschickt, ne? Wo bleiben die denn? Da kommen zwei. Ne, ich glaube, die sind nur zum Retten da. Der bleibt am besten mal hier. Da kommt noch einer. Kann er das da mal löschen? Ja, kann der. Brennt da noch was? Nein. Die Wasserlöscher müssen alle sich hier sammeln. Der kommt auch hier hin. Und dann speichern wir nochmal schnell. So als 1. Ja. Der fährt mal dahin, damit er keinen Platz hier verbraucht. Das sind keine Wasserlöscher, die müssen dann mal weggehen. Okay, die steigen da ein. Ey, das funktioniert nicht, das Spiel ist kaputt. So, ich mache jetzt hier nochmal Kampagne, Spielstand laden, 1. Muss ich ja eigentlich auch kaputt nennen, ne? Es läuft einfach nicht. Jetzt ist die Musik weg, okay. Bereit. Die sollten sich ja hier sammeln. Und die sollen da weggehen, damit ich sie unterscheiden kann. Aber jetzt gleich, wo der Einsatz kommt, da stürzt es dann wieder ab. Nee. Sie haben eine ihrer Aufgaben. Die Wasserpumpen sind überhitzt, vom Feuer vollkommen erfasst. Wenn sie zerstört werden, wird diese Insel schnell. Okay. Da fährt der dahin. Der läuft dahin. Ich höre. Die laufen dahin und müssen das jetzt alles löschen. Also diese Wasserdinger hier dürfen nicht explodieren, okay. Da kommt er natürlich auch ran, das ist sehr gut. Gegenüber kann er wahrscheinlich auch gleich löschen. Sie haben eine neue Chef? Aufgabe. Ja, also machen wir mal da, ne? Unterstützung bewilligt. Ich höre. Was ist denn hier jetzt los? Unterstützung auf dem Weg, Chef. Sie haben ist das falsche Löschmittel? Tja, was soll ich sonst machen, ne? Chef?
Ich höre. Ja, Chef. Ja, oh Mann, hier explodiert ja jetzt alles. Ich höre. Das ist doch blöd. Bereit. Bereit. Ja, Chef. Was brennt hier noch? So ein Chemiezeug. Dann kommen die Chemieleute mal hier hin. Chef. Bereit. Jedenfalls alle, die hier hinkommen. Bereit. Das Fahrzeug, der kommt da nicht hin. Chef. Ja, Chef. Chef. So, hier brauchen wir zwei von denen. Ich höre. Hier brauchen wir auch zwei von denen. Zu Befehl. Chef. Hier brennt nichts mehr, dann kann das Fahrzeug da hinten hinfahren. Ja. Ich weiß, es ist eine falsche Löschmittel, aber egal. So, Musik ist aus, das tut auch manchmal ganz gut, aber eigentlich sollte das ja jetzt nicht so sein. Verdammt. Ja, Chef. Wir bauen hier mal eben die, auch wenn die hier eigentlich nicht löschen können, vielleicht. Zu Befehl. Ja. Chef. Lösch das Benzinzeug da mal. Ja, ist egal, wir müssen das jetzt löschen, egal ob das geht oder nicht. Ich höre. Ja. Ja. Bereit. Dieses das ist mir egal. Leichter löschen. Ich muss das jetzt löschen. Die anderen sind ja da hinten noch beschäftigt mit diesem Wasserding. Ich höre. Ja, Chef. Na gut, die hier nicht. Ja, Chef. Die können ja dann mal dahin gehen. Da so. Chef, Sie haben eine Ihrer Aufgaben erfolgreich abgeschlossen. Was denn? Ich schick die mal dahin. Bereit. Ich höre. Der will das ja auch nicht löschen, dann löschen wir das einfach alle zusammen. Die Elektrobrände. Zu Befehl. Ja. Bereit. Bereit. Ja. Zu Befehl. Nee, also hier müssen ja jetzt auch noch möglichst viele hin. Kann der da hinfahren? Nein. Chef? Ja, Chef. Ja? Zu Befehl. Ja. Irgendwie müssen wir das jetzt gelöscht kriegen, ne? Ja, Chef. Ich höre. Chef? Feuer ist ja gut, aber für den nicht, ne? Ja? So, jetzt wo die das gelöscht haben, kann das Fahrzeug hier mit hinfahren. Ja, Chef. Und der andere Typ, der jetzt ein Fragezeichen hat, geht dahin. Bereit. Das hier müssen wir ja auch löschen jetzt. Ich höre. Bereit. So, nicht, dass dieses Ding da wieder anfängt zu brennen. Bereit. Boah, wieso löschen die denn nicht? Die stehen da einfach nur so sinnlos rum. Chef? Bisschen löschen könnte man ja mal. Chef? Das lässt sich doch löschen. Wo ist denn das Problem? Ja, Chef. Ja. Also ich kann auch kein Problem beim Löschen erkennen. Chef. Chef. Ich höre.
Ja, Chef. Zu Befehl. Ja, Chef. Ich höre. Bereit. Ja, Chef. Geht doch. Chef? Ja, Chef. Ja, Chef. Chef? Bereit. Naja, solange die Fahrzeugelektronik durch den Strom nicht kaputt geht, ist da ja alles in Ordnung. So, jetzt kann er da löschen. Ja. Die sind da fertig, das ist auch sehr gut. Bevor jetzt was passiert wieder, speichere ich mal wieder. So, da noch löschen. Das bitte fertig löschen. Der löscht das fertig. Sie haben eine Ihrer Aufgaben erfolgreich abgeschlossen. Was denn? Ja, Chef. Sie haben eine neue Aufgabe. Ja, gut. Sie haben das Unmögliche geschafft und sind deshalb der Held von Fire Department 3. Vielen Dank für Ihre... fürs Spielen. Feuerwehrmann. War's das jetzt? Gab's da nicht noch eine Zusatzmission zum Runterladen oder so? Also das finde ich ja schon blöd, ne? Also hier in Frankreich 3 Einsätze, England 3 Einsätze, Deutschland 3 Einsätze, Amerika oder USA nur 1 Einsatz. Da fehlen nur noch 2, die hätten sie doch noch machen können, oder? Muss ich mal gucken, vielleicht gibt's da ja irgendwelche Zusatzdinger zum Runterladen. Mache ich jetzt. Ja. Ich guck mal eben nach. So, natürlich gibt es eine Bonusmission. Sollte die jetzt nicht eigentlich da sein? Also ich habe sie installiert, ne? Also. Ich vermute, Las Vegas sollte hier erscheinen. Hier gibt es das aber auch nicht, ne? Nö, müsste ja hier dann aber auch bei sein. Ja, dann scheint er das irgendwie nicht richtig installiert zu haben, oder? Da muss ich nochmal nachgucken. Ja, Leute, ich habe das installiert und laut Anleitung sollte das hier erscheinen. Es erscheint aber nicht. Die Dateien sind aber installiert worden, das habe ich auch überprüft, also Dateien der Mission sind da. Und jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll, also... Ist gerade die Musik lauter geworden? Keine Ahnung. Ja, jedenfalls... Was ist das denn jetzt eigentlich mit dem Spiel? Ja, was sollen wir machen? Wollt ihr euch noch die Hintergrundmusik anhören oder wie? Ja, also wenn ich das noch hinkriege mit der Mission, dann mache ich noch eine Folge. Ich werde es versuchen. Ansonsten war es das ja dann jetzt, ne? Mit dem Spiel und mit dem Let's Play von dem Spiel. Ja. Fire Department 4 wird es ja wahrscheinlich nicht geben. Den Entwickler gibt es ja nicht mehr. Ich glaube auch nicht, dass die dann irgendwie doch irgendwann nochmal weitermachen. Aber ja, dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Video.